so die erste zaghafte Schulter, ja, die wir hier am Meer oder nicht. Dann wird auch etwas ruhiger, aber ruhig ist dann wieder da. Wir sind bei der Simon Meyer und dem Vipertech Elektromodell, der wunderschöne Flugdemonstration macht. Mit dem Rennflugzeug der VfL. Und auch er als Testjährige von Welten bessere Fähigkeiten in Sachen Flüge bis ins Radkommen. Das ist ein Problem, wir haben die jungen Artien, die können sehr schnell, sehr viel näher hier. Und das liegt vielleicht vor allem auch daran, dass wir einen anderen Einstieg haben in den ganzen Flügerei. Und die technischen Möglichkeiten halt viel, viel grösser sind als man von uns da. Sprich vor allem auch Modellflugsimulatoren, oder? Das ist ein sprich auch die Fernsteuerungen, respektive die Programmiermöglichkeiten, die wir haben. Da extrem viele Möglichkeiten haben und wo die Jungen sehr schnell verstehen, wie man das muss gebrauchen und wie man das auch richtig gut gebrauchen kann. Die zweite Simon Meyer ist 16 Jahre alt, ist Winter 6 in Niederlangen und fängt im August, für den Sommer, für den Sommer fängt er seine Lehre als Polymechaniker bei der Firma Jossi in Niederlangen. Also sicher vieles Zeug, das wir jetzt schon erklärt haben im Hobby, wo ich eben technische Sachen basteln, das ganze Verständnis zum Plan lesen, zum etwas umsetzen, hat er sicher da schon in dem faszinierenden Hobby eine gewisse Grundbegriffe erlernen, dass man auch im Verein hat eine recht gute Wahl als Polymechaniker hier anzutreten. In dem Modell Cybertech haben wir jetzt schon professionell, wie das eben auch betrieben werden. Das ist immer natürlich mehr sein abholen, das ist sicher. Aber das ist gut, das ist alles weiter. Vielen Dank und herzlichen Applaus, Simon Meyer. Ich habe selbst noch die Frage an Martin Gehlhardt, wo uns die Demonstration mit der Kost wird auch.